Hallo Freunde und willkommen zurück zu Mittelerde Schatten des Krieges, wo wir, ja, in Kirith Ungol ein bisschen unterwegs sind. Und wir wollen jetzt gucken, dass wir hier noch die letzte Herausforderung uns holen. Und dann demnächst vielleicht einfach mal gucken, was wollte ich sagen? Naja, dass wir versuchen demnächst mal die Festung anzugreifen. Das Problem ist, es hier noch nicht viele Hauptmänner, die unter unserem Einfluss stehen. Deshalb müssen wir hier erstmal ein bisschen aufräumen. Aber wie gesagt, dafür würde ich gerne müsste noch so ein bisschen was ausschalten. Unter anderem den Häuptling, den es hier noch gibt, bevor wir den Oberherrn angehen. Wir haben Reit hier. Oh, das wollte ich nur haben. Schön. Dreschen hier. Dankeschön. Wenigstens mal Ruhe. Der Grockhüter. Locke den Grockhüter hervor, indem du seinen Grock zerstörst und beherrsche ihn dann. Okay. Das klingt lustig. Wahrscheinlich auch wieder auf Als ich Zeit. Sauron den Krieg erklärte, folgten viele Häuptlinge meinem Banner. Unter den nützlichsten, wenn auch nicht den feinsinnigsten, war der Grockhüter. Er war ein Monstrum in der Schlacht und mit Leichtigkeit zu beherrschen. Okay. Zehn mit einer Grock-Explosion oder ähnlichem. Oder halt noch Feuerstellenexplosion. Das wird lustig. Aber zumindest, das nicht auf Zeit. Können natürlich die einfach dahin locken, ne? Das sind leider nur vier, das ist viel zu wenig. Aha, machen wir es mal so. Hallo? Okay, es hat nicht gereicht. Was ist das? Weil vielleicht ist Alarm ja genau das, was wir brauchen, ne? Kassebrecher. Keiner mag euch.
Wie soll ich denn 10 Leute mit einer Grogfass-Explosion killen? Das funktioniert halt wirklich, dass man dadurch einen Grauk herbeiruft. Ist schon irgendwo ein bisschen bitter. Hoi. Oder halt eine Feuerstelle explodieren lassen, wobei ich glaube, ja, so eine Glut zählt nicht. Das wäre natürlich verlockend. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir es schaffen, irgendwen da hinzulocken. Na, den gebrochenen Grauk brauchen wir nicht. Der ist uns eigentlich relativ egal. Es geht nur darum, dass der uns die Leute dahin lockt. Hiermit können wir Cargo anlocken, ne? Und sich da auch entsprechend die Leute mitprügeln. Das sieht doch schon besser aus. Dann warten wir, bis die Karagor tot sind, dann springe ich da runter, lock die alle zu der Feuerstelle. Hallo. Komm, ich lasse die jetzt so einfach mal Alarm schlagen. So, 4, 6, 8. Ich glaube, das reicht nicht, ne? So, 4, 6, 8. Ne. Braucht noch mehr. Kommt her. Und alle her. Du lass das. Du auch. So, 4, 6, 8, 9. Ah, da kommt die Verstärkung. Die Feuerstelle brennt nicht mehr. Na gut, dann gehen wir halt einfach hier vorne zu dem Krogfass. Kommt her! Sehr schön. Damit hat das nämlich dann auch funktioniert. Jetzt müssen wir den Typ nur noch... Ja, zumindest nennen sie ihn Koth und nicht Kurt. Sprengt den verfluchten Grog! Zuerst mal macht mich das durstig! Und wie? Ich meine, was? Zweitens? Zweitens ist das Verschwendung! Koth. Eieiei, Dunkelstamm, Stufe 46. Kann aber direkt ergriffen werden. Furcht vor Ghoulen. Greife und beherrsche ihn. Okay. Gut, das heißt, wir müssen ihn halt trotzdem erstmal brechen, ne? Oh. Ich stampf dich gleich in den Schlamm. Und dann stampf ich dich noch etwas mehr. Und dann gönne ich mir in aller Ruhe einen Drink. Oh, er weiß, was wir vorhaben. Enttäuschen wir ihn nicht. Er hat mir zu viele Typen dabei.
So. Du bist gebrochen und kannst mal für mich mitkämpfen. Ich folge dir. Eben warst du definitiv noch auf einer höheren Stufe. Für das ganze Theater werde ich dich ordentlich bestrafen. Das kannst du gerne mal versuchen. Oh. Das war nicht, wen ich haben wollte. Auch du bist rekrutiert. Ich werde dein Auserwählter. Ja, du darfst mir auch mal helfen. Ich stehe an deiner Seite. Gut, das Feuerfest war zu erwarten. Ah. Kontert. So, jetzt muss ich Dolch rein. Der ist benommen. Ich muss ich mir gerade ein bisschen Ruhe schaffen. Moment. Ich diene als dein Auserwählter. Sehr schön. Krieger des zweiten Zeitalters. Okay. Wahrscheinlich, weil wir irgendein bestimmtes Level erreicht haben oder so. Ganz zu Befehl, Anführer. Sehr schön. War es Grog oder tiefsitzender Hass, der seinen Zorn beflügelte? Was es auch war, er war ein furchterregender Häuptling. Nein, nicht. Ich möchte gerade. Na doch, komm. Level up. Bin. Coole. Will mal die. Die Spinnen eigentlich cooler, weil die vergiften halt noch. So, den Typen da gehen wir noch nicht an. Dafür möchte ich erst den Typen hier holen. Der ist auch schon wieder so weit weg. Okay, das geht aber noch. Das geht ja noch. Er stand da so in der Luft. Da unten müssen wir hin. Soon. Anfällig für Schleichen, das ist doch von Vorteil, ne? Was? Quatsch.
Ups. Viel Spaß. Habt ihr hier schon nachgesehen? Das ist Mordor, du Idiot. Töte alles. Was ist das? Okay, das funktioniert also nicht. Ich stelle mich normalerweise nicht vor, aber ich möchte, dass du etwas verstehst. Ich bin nicht dein Erzfeind. Ich bin ein sehr geschickter Ork und ich kassiere wirklich viel, damit sich dein Kopf und dein Körper trennen. Soon. Sonst warst du aber nur ganz normal Fernkampf in Richtung Bestien. Na gut, weil er tödlich in Flammen war, ne? Dann mach ich nochmal einen. Treiben wir das einfach hier mal ein bisschen weiter. Wenn die nichts haben, ist das schon echt ein bisschen witzlos teilweise. So. Du könntest mir mal bitte helfen. Du wirst mir dienen. Ich folge dem hellen Herrscher. Oh, sehr schön. Du darfst deinen Herrn mal ausspielen. Auf den Weg, mein Herr. So. Dann müsste ich ihn ja jetzt theoretisch töten können. Herr, wenn sich mal Druck anlegt, ja, läuft bei dem. Boah. Müsste uns ja helfen können, ne? Das einzige, was den kleinen Spinnen ist die große. Org. Org der Mystiker. Okay. Du hast viel über diese Truppe gehört. Vielleicht sollte ich mal nach losen Zungen suchen. Kannst du gerne versuchen. Hallo. Bis dem Urlaub. Bis dem Urlaub. Wag das nicht zu gern. Keine letzten Worte. Wir sind noch nicht begrenzt. Berserker gehen echt auf den Piss, ne? Das ist unglaublich. So. Hast du das gehört? Laut geht's! Ich reiche das Herz! Was hat mich denn da gerade getroffen? Da oben der Typ. Aua. Alle Tappen zu spät. Du wirst den Tod nicht leben. Muss man aus seiner Schusslinie raus. Zu viele. Also los, Jungs! Schlag dir in die Beine!
Da kommt noch rüber. Aha. Oh! Nee, hab ich vergessen, dass du das können. Feindliche Schützen, unglaublich. Jetzt töte ich dich. Oh, Kacke. Da musste auch noch ein zweiter Typ sein, ne? Vor allem so ein Fernkämpfer, der ganz schön entspannt rumsniped, ohne dass ich es raffe. Solch kümmerliche Waffen sind nutzlos gegen den Diener des dunklen Herrschers. Moment. Der jetzt echt mein Schwert zerlegt? Halt, stopp. Das gibt Rache, Dude. Nicht mein Schwert zerlegt, oder? Der hat mein Schwert zerlegt. Geht's noch? Mal ganz im Ernst. Was? Was? Wie assi ist das denn? Der Urlaub, der dich getötet hat, hat ein Schwert zerstört. Aber noch ist nicht alles verloren. Jage und töte ihn, dann kannst du die Waffe, die er dir gestohlen hat, neu schmieden. Stärker als die vorher war. Okay. Gut. Arschloch. An dem rächen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.